Bei der Rekursion ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass sie irgendwann ein Ende erreicht. Wir nennen das in der Programmierung Terminieren. Genau wie bei Schleifen gibt es auch bei Rekursionen eine sogenannte Abbruchbedingung, die sie eben zum Terminieren bringt. Ohne diese Bedingung würde die Rekursion unendlich lange laufen, so wie bei einer Endlosschleife. In unserem Sierpinski-Beispiel bricht die Rekursion ab, sobald Level gleich 0 ist. Falls Level ungleich 0 ist, wie hier, wird der ganze Codeblock ausgeführt. Bei jedem rekursiven Aufruf stellen wir außerdem sicher, dass unser nächstes Level immer kleiner wird. Somit erhält irgendwann die Variable Level den Wert 0. Wenn Level 0 ist, findet kein weiterer Funktionsaufruf statt. Stattdessen gehen wir in der Kette von Funktionsaufrufen einen Schritt zurück. Falls eine Abbruchbedingung fehlt oder nie erfüllt wird, dann kann sich das Verhalten auf zwei unterschiedliche Arten zeigen. Die Rekursion kann endlos laufen und der Rest des Codes wird nicht ausgeführt. Dieses Verhalten ist Ihnen bereits von den Schleifen bekannt. Oder eine andere Möglichkeit, um eine Endlosrekursion zu erkennen, ist, dass Processing irgendwann den Fehler Stack Overflow meldet. Löschen wir zum Beispiel aus unserer Funktion Sierpinski die Abbruchbedingung. Also hier if Level ungleich 0 und unten natürlich die Klammer von dem if nicht vergessen. Und führen wir die ganze Funktion einmal aus. Dann sehen wir, Processing meldet einen Stack Overflow Error. Dieser Fehler sagt im Grunde, dass dem Computer der Speicher ausgegangen ist. Trifft also einer der beiden Fälle bei der Verwendung einer Rekursion zu, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass hier eine endlose Rekursion vorliegt.